Zu den Wahrscheinlichkeitsberechnungen werden wir hier zuerst einige Grundbegriffe festlegen. Beginnen wir jedoch wie immer mit einer Einleitungsaufgabe, hier das sogenannte Ziegenproblem. Die Aufgabe lautet wie folgt. Du nimmst an einer Spielshow im Fernsehen teil, bei der du eine von drei verschlossenen Türen auswählen sollst. Hinter einer dieser drei Türen steht ein schönes Auto, das du gerne gewinnen würdest. Hinter den zwei anderen Türen steht jeweils eine Ziege. Du sollst jetzt eine Tür wählen. Nehmen wir an, du wählst die Tür Nummer 1. Der Moderator weiß, wo das Auto steht. Er macht jetzt Folgendes. Er wird eine Tür öffnen, hinter der eine Ziege steht, aber nicht die Tür, die du gewählt hast, sondern eine andere. Nehmen wir an, er öffnet Tür Nummer 3. Hinter der, wie vorgesehen, eine Ziege steht. Jetzt geht das Spiel weiter. Der Moderator fragt, was machst du jetzt? Lässt du die Tür Nummer 1 öffnen, die du am Anfang gewählt hattest, oder änderst du jetzt deine Meinung und lässt die Tür Nummer 2 öffnen? Diese Aufgabe wurde durch einen kanadischen Moderator namens Monty Hall berühmt. Er zeigte dieses Problem in einer seiner Shows. Dieses Problem kommt übrigens auch vor in einem US-amerikanischen Filmdrama, das den Titel 21 trägt. Kommen wir zur Aufgabe zurück. Eigentlich die Tür Nummer 3, die spielt doch nicht mehr mit. Die Situation ist jetzt folgende. Wir haben zwei verschlossene Türen. Hinter einer der Türen steht ein Auto. Und hinter der anderen steht eine Ziege. Also, ob man jetzt die Meinung beibehält und lässt die Tür 1 öffnen, oder ob man die Meinung ändert und lässt die Tür 2 öffnen. Die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, ist doch gleich. Sie ist doch gleich 50%. 50-50. Diese Überlegung hört sich logisch an, ist aber falsch. Es lohnt sich also, jetzt die Wahrscheinlichkeitsberechnungen anzugreifen, sie gründlich durchzunehmen, um letztendlich diese Aufgabe hier richtig lösen zu können. Legen wir also los. Zuerst geht es hier um Zufallsexperiment, Ausfall und Ergebnisraum. Ein Zufallsexperiment, das ist ein Versuch, dessen Ergebnis dem Zufall überlassen ist, wie zum Beispiel der Wurf eines Würfels. Die möglichen Ergebnisse von diesem Zufallsexperiment nennt man Ausfälle. Die Ausfälle beim Wurf eines Würfels, das sind die Ergebnisse 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Die Menge, die diese 6 Elemente enthält, nennt man den Ergebnisraum und bezeichnet ihn mit Omega. Omega, der Ergebnisraum von einem Zufallsexperiment, ist also die Menge, die als Elemente die einzelnen Ausfälle enthält. Ein zweites Zufallsexperiment, wir werfen 2 Münzen. Die Ergebnisse sind natürlich dem Zufall überlassen. Die möglichen Ergebnisse, das heißt die möglichen Ausfälle, sind Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf und Zahl-Zahl. Der Ergebnisraum Omega von diesem Zufallsexperiment ist also die Menge, die als Elemente diese 4 enthält, Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf, Zahl-Zahl. Das sind die 4 möglichen Ausfälle von diesem Zufallsexperiment. Wir sehen hier von den Ausnahmefällen ab, wo zum Beispiel eine Münze auf einer Kante senkrecht stehen bleibt. Davon sehen wir hier ab. Wir sehen auch bei diesem Zufallsexperiment davon ab, dass ein Würfel eventuell auf einer Kante schräg stehen bleibt. Bei der Geburt eines Kindes gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder das Kindchen ist ein Mädchen oder es ist ein Junge. Auch hier sehen wir von den Launen der Natur ab, denn es gibt auch sogenannte Zwitter. Von diesen Ausnahmefällen sehen wir ab, das heißt auch in den Wahrscheinlichkeitsrechnungen modelliert man. Die möglichen Ausfälle
sind Mädchen oder Junge. Der Ergebnisraum bei diesem Zufallsexperiment ist also die Menge, die als zwei Elemente Mädchen und Junge enthält. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Grundbegriff der Wahrscheinlichkeitsberechnungen, und zwar die Ereignisse. Es kann vorkommen, dass man sich bei einem Zufallsexperiment gleichzeitig für mehrere Ausfälle interessiert. Wie zum Beispiel beim Wurf eines Würfels. Es könnte sein, dass man sich dafür interessiert, ob der Ausfall eine gerade Zahl ist, das heißt 2, 4 oder 6. Diese Ergebnisse, diese Ausfälle 2, 4, 6, bilden ein sogenanntes Ereignis, das heißt eine Teilmenge vom Ergebnisraum Omega. Dieses Ereignis 2, 4, 6, das ist diese Menge hier und diese Menge, die Elemente 2, 4 und 6 enthält, ist automatisch eine Teilmenge von Omega. Hier stellen wir eine Menge dar durch eine geschlossene Linie. Außerhalb dieser Linie schreibt man den Namen der Menge und die einzelnen Elemente schreibt man innerhalb der geschlossenen Linie mit einem Pünktchen versehen. Dasselbe auch für diese Menge A. A wird hier auch dargestellt durch eine geschlossene Linie. Es muss nicht unbedingt ein perfekter Kreis sein. Die Linie muss nur geschlossen sein. Außerhalb der Linie schreibt man den Namen der Menge und innerhalb dieser geschlossenen Linie schreibt man die einzelnen Elemente hin, versehen jeweils mit einem Punkt. Wiederholen wir, ein Ereignis von einem Zufallsexperiment, das ist automatisch eine Teilmenge vom Ergebnisraum Omega. Also jede Teilmenge vom Ergebnisraum Omega wird Ereignis genannt. Ein Ereignis A ist also eine Teilmenge von Omega. Es gibt zwei ganz besondere Teilmengen von Omega. Jede Menge ist Teilmenge von sich selbst. Und somit ist auch der Ergebnisraum Omega Teilmenge von sich selbst. Aber bei einem Zufallsexperiment, da wir ja von Ausnahmen absehen, sind wir sicher, als Ausfall einer der sechs Möglichkeiten zu haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und deshalb nennt man Omega das sichere Ereignis. Die leere Menge, die ist Teilmenge von jeder Menge. Die leere Menge ist also auch Teilmenge von Omega. Wir sehen aber bei den Wahrscheinlichkeiten hier ab von dem Fall, dass wir kein Ergebnis erhalten und deshalb nennt man die leere Menge das unmögliche Ereignis. Wir sehen schon bei diesem Beispiel, dass es Sinn macht, bei Wahrscheinlichkeitsberechnungen Venn-Diagramme zu zeichnen. Kommen wir nochmal zurück auf solche Venn-Diagramme und fassen die sogenannte Mengenlehre zusammen. Stellen wir uns vor, das Zufallsexperiment ist der Wurf eines Würfels und wir haben als Ergebnisraum die Menge mit diesen sechs Ausfällen. Jetzt stellen wir uns zwei Ereignisse vor. Das Ereignis A, der Ausfall, ist eine Primzahl. Diese Teilmenge von Omega enthält also die drei Zahlen 2, 3 und 5. Vorsicht, eine Primzahl, das ist eine natürliche Zahl, die genau zwei verschiedene Teile hat. 1 und sie selbst. Die 1 ist also keine Primzahl, denn 1 hat nur einen Teiler. Die drei Primzahlen von Omega, das sind 2, 3 und 5. Ereignis B. Das Ergebnis ist eine gerade Zahl. Diese Teilmenge von Omega enthält also die drei Elemente 2, 4 und 6. Stellen wir das durch ein Venn-Diagramm dar. Wir haben hier Ereignis A, hier ist das Ereignis B und beide sind Teilmenge vom Ergebnisraum Omega. Die Zahl 2 ist Element von den beiden Mengen A und B. Die Zahl 2 gehört also hier im Schnitt von A und B. So sehen wir deutlich, diese Zahl 2, die liegt in A, sie liegt aber auch gleichzeitig in B. Die Zahl 3,
die liegt nur in A, nicht in B. Also die Zahl 3, die gehört dahin. So ist die Zahl 3 in der Menge A, aber nicht in der Menge B. Genau dasselbe gilt für die Zahl 5. Die können wir auch dahin setzen. Die Zahl 4, die ist in B, aber nicht in A. Also gehört die dahin, genauso wie die Zahl 6. Die gehört dahin. Die 1, die ist weder in A noch in B enthalten, aber wohl in Omega. Also liegt diese Zahl 1 in Omega, aber außerhalb von A und B. Solche Diagramme nennt man Venn-Diagramme, und zwar zu Ehren des englischen Mathematikers John Venn. Wir fassen jetzt hier die Mengenlehre mit Venn-Diagrammen zusammen. Legen wir los zuerst mit der Schnittmenge. Die Schnittmenge von zwei Mengen A und B, das ist die Menge, die alle Elemente enthält, die in A und auch in B sind. Das Ereignis A und B, das stattfindet, wenn der Ausfall die 2 ist, wird also ausgedrückt durch A geschnitten mit B. Ein und wird also ausgedrückt durch den Schnitt. Denn so ist der Schnitt von zwei Mengen ja definiert. Ein Element x gehört zu A geschnitten mit B, dann und genau dann, wenn dieses x Element der Menge A ist und wenn dieses x Element der Menge B ist. Wir sehen hier ganz deutlich, dass der Schnitt ausgedrückt wird durch ein und. Dann kommen wir jetzt zur Vereinigung. Ein Element liegt in der Vereinigung von A und B, wenn das Element in A oder in B liegt. Für unser Zufallsexperiment gilt also, das Ereignis A oder B, das wird ausgedrückt durch A vereinigt mit B, denn A findet statt oder B findet statt. Das ist bei all den Möglichkeiten, die in A vereinigt mit B liegen. Vorsicht, dieses Oder ist kein ausschließendes Oder. Es bedeutet nicht entweder in A oder in B, sondern es bedeutet in A oder in B oder vielleicht in beide. Dieses Oder wird also effektiv durch die Vereinigung ausgedrückt und so ist ja auch die Vereinigung von zwei Mengen definiert. Ein x ist Element von der Vereinigung von den zwei Mengen A und B, dann und genau dann, wenn dieses x Element von A oder wenn dieses x Element von B ist. Kommen wir zum Ausschluss. Das Ereignis A, aber nicht B oder auch A ohne B ist ausgedrückt durch A mit einem Backslash. Dieses Backslash bedeutet ohne B. Das heißt hier, wir nehmen alle Elemente der Menge A ohne die, die in B liegen. Also macht das hier 3, 5. A ohne B, das ist hier die Menge 3, 5. Die Definition vom Ausschluss ist also diese. Ein Element X gehört zu A ohne B, dann und genau dann, wenn dieses Element X zu der Menge A gehört und gleichzeitig nicht zu der Menge B gehört. Kommen wir zur Komplementmenge. Die Komplementmenge von einer Menge A, das sind alle Elemente, die in Omega liegen, aber nicht in A sind. Für unser Zufallsexperiment bedeutet das hier, das Ereignis nicht A wird ausgedrückt durch Omega ohne A, alles was in Omega liegt, aber nicht in A. Und da schreibt man kurz A mit einem kleinen horizontalen Strich oben drüber. Wir lesen A'. A' ist also Omega ohne A. In unserem konkreten Beispiel sind das alle Elemente, die in Omega liegen, aber nicht in A. Also sind das die Elemente 1, 4 und 6. 1, 4, 6. Allgemein definieren wir, x ist Element von A', das heißt Komplementmenge von A in der Menge Omega, dann und genau dann, wenn x zu Omega gehört und gleichzeitig nicht zu A gehört. Es folgt noch ein fünfter Begriff aus der Mengenlehre, das ist die Mengenmächtigkeit.
Die Mächtigkeit einer Menge m, das ist die Anzahl ihrer Elemente und wird mit Kardinalzahl von m bezeichnet. Hier nimmt man dieses Symbol, das man heute Hashtag nennt, aber in der Mathematik nennt man dieses Symbol die Kardinalzahl. In unserem Beispiel hier, die Kardinalzahl von a, das ist 3, weil die Menge a 3 Elemente enthält. Die Kardinalzahl von Omega, das ist 6, weil Omega 6 Elemente enthält. Allgemein definiert, die Mächtigkeit einer Menge m, das ist die Anzahl Elemente dieser Menge m, die man mit Kardinal von m bezeichnet.